Ja, was ist Dada? Das weiß eigentlich niemand so richtig und die Dada selber haben das vor 100 Jahren schon gefragt. Was ist Dada? Ist es eine Feuerversicherung, eine Philosophie, eine Staatsreligion? Ist es alles oder vielleicht nichts? Und mögliche Antworten finden Sie auf Dada Data, aber eigentlich geht es gar nicht um Kunst, sondern es geht eigentlich ums Internet und wie wir uns heute im Internet bewegen. Sie können sich zum Beispiel auf Dada Data einen Adblocker runterladen, der Werbung mit Kunst ersetzt und Dada-Zitaten und anderen absurden oder witzigen Ideen. Dada Data ist eigentlich ein Projekt, das Sie einlädt, Dada-Gesten zu machen, Dada-Übungen, um Ihren widerstandsfähigen Geist zu trainieren und verschiedene Aktionen zu tätigen. Wir nennen das Haktionen, also es geht wirklich darum, auch um die Möglichkeiten des Internets. Eine zweite Haktion ist das Dadagramm. Da können Sie aus Ihrem Instagram-Konto etwas in eine digitale, weltweite Dada-Collage einfügen. Sie können twittern, Sie können an einem großen digitalen Tweet-Poesie, einem Simultangedicht 2016 teilnehmen. Oder Sie können ganz einfach durch unser Anti-Museum gehen. Gehen heißt, dass Sie klicken sich durch, Sie können sich vielleicht verlieren, Sie können Dinge lernen oder entdecken, die Sie nicht wussten über Sie selber oder über die Welt oder über Dada. Schauen Sie vorbei, dadadata.net.